So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Strongholds. Ja, wir sind hier quasi bei zwei Drittel der Mission und ja, und haben eine Mauer hier rumgebaut. Passt also alles. Ja, wir spielen einfach mal weiter, damit es nicht länger dauert als nötig. Ihr habt ja wahrscheinlich den Part. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Wer hätte es gedacht? Die Nachricht hatten wir letztens beim Speichern auch noch, wenn wir uns erinnern. Bin zur Stelle. So. Eure Befehle? Rücken aus. Wie sieht's mit Religion aus? Ja, so. Ja, kann ich helfen? Das sind so ziemlich viele Nahkampfeinheiten, die wir haben. Bin zur Stelle! Ich hab überlegt. Bin zur Stelle! Sind auf dem Weg! Beziehungsweise ich überlege gerade. Ah. Achtung! Ja, ich überlege gerade. Und zwar, wo ist der Marktplatz? Wo ist der Marktplatz? Wo? Da. Ja, theoretisch könnten das Schweins greifen an. Wir das nächste Mal. Oh. Ei. Vorwärts, Pikiniere. Hatte ich nur 5 Pikiniere? Aha. In Ordnung. Eure Lordschaft? Oh, ist nicht wahr. Sie haben sich da eingegraben. Zu Diensten. Ja, in Bewegung. Na komm. Was zur Hölle? Das ist ein Händler. So. Oh Mann, aber das ist noch nicht die letzte. Wunderbar, 2 Bogenschützen schon mal von vornherein ohne Schaden abgewehrt. 3. Ah, alle. Wunderbar. Ha, da kommt das Pferd von dem Händler. Irgendwie ist der Angriff jetzt etwas unkoordinierter als letztes Mal. Oder ich habe einfach mehr Mannen auf den Mauern. Ich denke, es wird mit mehr Mannen. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Sagt man das heutzutage überhaupt noch? Meine Mannen. Gut. Die nerven mich ja am meisten wegen ihrer Geschwindigkeit. Deswegen sind sie auch meine Lieblingseinheiten. Nein, du Vollidiot. Oh Mann, ey. Ah, wenn die da durchlaufen, ist alles gebonkt. Nein, sie laufen natürlich außen rum. Wie können wir helfen? Warten. Feuer. So ein Pech aber auch. Mein Bogen ist euer. Euer Gnaden? Lasst sie schmoren! Edgy Badge. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Du musst es andersrum formulieren. Keiner hat den Angriff. Keiner der Gegner Wir hat. Wir benötigen Steine. Ach, vergiss es einfach.
Wir benötigen Steine. Mach mir mal mein ganzes Siegesrauschen kaputt. Bisschen Pech verkaufen. Bisschen reparieren. Ja, wie ich das sehe, haben wir jetzt nicht mehr allzu viel. Schultern die Waffen! Was wir in irgendeiner Form... Was gibt's? Bewegt euch! In Ordnung. Wir könnten natürlich, das machen wir jetzt einfach mal ganz frech. Der Marsch wird uns gut tun. Was könnten wir denn noch so bebasteln? Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Herr, sind auf dem Weg. Ja, genau, ich habe da eine super Idee. Wir verkaufen ein zwei Bögen. Kaufen mal Armbrüste. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Und machen hier mal ein bisschen... Los. Und Marsch! Mehr auf unsere Armbrust schützen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Befehle? Ja, allzu viel kann man jetzt nicht mehr machen, ne? Was könnte man denn noch? Nahrung. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ja, perfekt. Teilt mit der Welt. Dann können wir nämlich das da machen. Und da. Ja, Herr. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, Herr. Ja. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Wie gesagt, meine Lieblingseinheiten. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ach, wie das bloß? Da muss ja irgendwer den Vorrat geplündert haben. Eine Botschaft von Sir Longarm. Wir haben eine weitere Grafschaft zurückerobert und unsere Zahl steigt. Ah, wunderbar. Eine weitere Grafschaft zurückerobert. Lange kann es ja nicht mehr bedauern. Bedauern, genau. Lange kann es nicht mehr bedauern. Ja, Herr. Was wünscht ihr? Bewegung, na los! Boah, brauchen die... Och nö, da sind Bären. Ich weiß ja, dass das eigentlich Verschwendung ist, weil die zu 10 quasi nicht gegen die ankommen werden, aber wieso nicht? Bin zur Stelle! Ja! In Bewegung! Ein bisschen Verschwendung in Zeiten der Nichtnot passt schon. Da ein haben wir wieder... Bär greift die Siedlung an! Die Siedlung vor allem. Das war's dann mit dem Bären. Oh. Ja. Der zu Bär Diensten. In der Siedlung. Naja, okay. So. Irgendwo hier müssen die ja herkommen. Religion. Und das ist. Unsere wie gesagt, Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Nee, also. Extra-Rationen. Auch wenn's teuer war. Das, dann mache ich dann lieber zwei Apfelfarmen, das kommt dann viel sinnvoller. Das Volk huldigt euch, Sire. Dann kann ich die Steuern Gold sogar nochmal erhöhen. In die Schatzkammer, Sire. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Ach, halt die Klappe. Das unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wir können sogar noch eine Bäckerei bauen. Wenn ich nochmal... Da. Wollte gerade sagen, wenn ich es nochmal finde.
Dann haben wir halt jetzt nur noch einen Rekruten. Achtung! Waffen geschultert! So, die werden schön verkauft. Weißt du was, bevor wir hier irgendwie starben, dann machen wir doch lieber doch nochmal nochmal eine Apfelfarm mehr und nochmal eine Käsefarm und so. Wäre ja ganz praktisch. Ah, da. Wollte gerade sagen, wäre ja ganz praktisch, mal einen Platz dafür zu finden. Aber es geht scheinbar. Was könnten wir noch machen? Eigentlich gibt es nicht mehr allzu viel, was wir so großartig machen könnten. Ich würde jetzt aus... Ja, komm. Aus reiner Aggression in machen wir den dann noch dazu. Keine Arbeitszeile. Und... Machen wir doch noch davon ein. Machen wir direkt zwei. Zwei Jägerlein. Ein paar Holzfäller haben wir ja auch schon. So, wie viele Rekruten haben wir jetzt noch? Vier. Da habe ich ein Kuhding. Da machen wir doch noch einen Gerber dabei. Drei Rekruten lang. Achtung! Bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt sein. In jedem Fall. Bogenschützen bereit! Rücken aus! So, wie sieht's aus? Wir sind kurz vor der Endschlacht. So. Ohne Religion. Mal schauen, wie das hier aussieht. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ja. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Verzeiht mir, Leute. Ja, Herr. Na, endlich. Na, endlich. Hör auf zu jammern. So. Dun, dun. Tja, wir haben so viel Pech, wir brauchen kein Pech im Moment. Eins, ja, ein Pech haben wir. Das langt. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Wie sieht's mit Nahrung aus? Aha. Dementsprechend. Eine Botschaft des Schweins. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Aber sicher das. So, mit der Nahrung ist auch ein bisschen schwankend, außer man hat eine feste Produktion. Wenn ich jetzt natürlich sagen würde, okay, ich produziere Käse und keine Harnische, keine Lederharnische und noch ein paar mehr Äpfel, dann würde ich sagen können, okay, ich habe definitiv genug, also Äpfel ist sogar schon fast soweit, aber wenn ich nicht Käse, wenn ich genug Käse hätte, könnte ich jetzt auch noch die Steuern noch einen höher setzen. Weil die Beliebtheit ja... Lebensmittelvorräte wachsen, das Volk huldigt euch, Sire. Da erhöht wird. Aber so haben wir wenigstens einen Sicherheitspuffer. Oh, er hat Puff gesagt. Bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Puff, Herr, zwischen... also, ja, Puffer halt, ne? Achtung! So. Die Truppen des Schweins greifen an. Oh nein. Wie sieht's aus? Schottet die Waffen. Uns entgeht niemand. Eigentlich wollte ich nicht die erwischen. Von der Pike auf gelernt. Sondern eher die Baumeister und Bogenschütze. Oh. Na super. Das waren ja wohl eine Menge. Naja, okay. Wir sehen die Energie von denen. Ach, die sind ja fast tot. So.
Ist das schon die letzte? Ja, das ist die letzte Schlacht. Hey, wir sind in der letzten Schlacht angekommen. Und das dürfte, glaube ich, jetzt gerade ein Part-Ende sein. Fast schon. Jo. Dann würde ich sagen, lassen wir es angehen. Baumeister kommen jetzt mit ihren Geräten an. Oh Mann. Diese Hasen. Also, die Bogenschützen haben mir sehr viel getan bis jetzt. Das war's dann. Ah, jetzt kommen die Armbrustschützen an die Reihe. Ja, jetzt dürfen die Nahkampfeinheiten dann kommen. Warum zur Hölle rennen die da durch? Anstatt hier geradeaus durchzurennen. Nö, wir gehen lieber durch den Sumpf. Das sind so diese feigen... Die feigen Hühner. Die sich denken, ja, wenn die anderen getötet werden, können wir uns schneller zurückziehen. Normal sind ja Fernkämpfer solcherlei. So, meint ihr, wir schaffen die? Ja, sieht schwer danach aus. Sehr lebendig sehen die jedenfalls nicht mehr aus. Wow, 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 wow. Was soll konstruiert werden? Heiß wie die Hölle. Glaubt er ja wohl selber nicht. Einheit. Zur Stelle. Vorwärts. Da kommen die Letzten. Der Feind ist bezwungen. Achtung! Na komm, vor dem Sieg müssen die beiden auch noch sterben. Eins, zwei. Alle weg. Eine Botschaft des Schweins. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Lecker gehacktes. Herrlich. So, Sieg. Endlich. Und das aber auch leicht. Sieg. Ja, Truppen verloren 13%. Unsere Ölbottiche haben sich als eine unglaublich wirkungsvolle Ergänzung unseres Arsenals erwiesen. Geht so. Zusammen mit euren klugen taktischen Entscheidungen konnten wir so die gewaltige Streitmacht des Schweins abwehren. Ja, meine klugen taktischen... So. Ja, nächste Mission ist Mission 18, das Ende des Schweins. Ja, wir sind schon angekommen. Beim Ende des Schweins. Die Leute in der nächsten Grafschaft stehen aufgrund der gewaltigen Steuern, die ihnen das Schwein auferlegt hat, am Rande des Ruins und sind bereit, sich gegen ihn zu erheben. Es ist an der Zeit, den Tod Lord Woolsacks zu rächen. Wenn ihr diese Schlacht gewinnt, hat sich das Blatt wahrlich gewendet. Ihr wurdet beauftragt, die letzte Grafschaft des Schweins zu unterwerfen, indem ihr sein Bollwerk belagert. Ihr habt diese Burg schon einmal belagert, aber da sie wieder aufgebaut wurde und dort eine ganze Garnison stationiert ist, ist die Herausforderung diesmal um einiges größer.
Ein einfacher, direkter Angriff mit einem Sturmbock wie letztes Mal wird vermutlich nicht genügen. Errichtet einige Belagerungstürme, um die hohen Wälle zu bezwingen. Ja, leichter gesagt als getan. Kurz zur Erklärung, leicht werde ich lassen, weil wenn ich schon eben mit der Mission bei Normal Probleme hatte und ich jetzt nicht Lust habe, jedes Mal bei Normal zu failen, werde ich bei leicht bleiben. Ich betone das nochmal, ich werde bei leicht bleiben. Ja, ich werde luschig durch, also weiterspielen. Und dementsprechend, ja, denke ich mal, hoffe ich mal, dass ihr nichts dagegen habt. Es wird ja trotzdem noch dieselbe Mission bleiben, nur mit ein paar weniger Mann für die oder ein paar mehr für mich. Am Anfang des Spiels ist es auch echt eine andere Sache, da leicht zu spielen wäre wirklich, also da normal zu spielen war wirklich okay, aber hier wird es mir persönlich halt zu schwer, weil ich es noch nie selber gespielt habe. Und wie man eben gesehen hat, bin ich ja recht schnell, ich sag mal, hops gegangen. So, wir starten mal die Mission, schauen, was wir haben. Ein paar Sachen haben wir schon. Okay. Oh je. Jetzt hat er ein paar Mann mehr drauf. Und da ist das Schwein. So, aber ich werde in dieser Stelle speichern. Und speichern. Genau. Und werde den Part beenden. Ich wünsche euch was. Tschüss, bis dann.